So Leute, willkommen zurück zu One Piece Pirate Warriors 4. Ich habe endlich meinen Controller als Xbox-Controller hingekriegt. Das habe ich gestern vor meinen Dragon Ball-Aufnahmen gemacht. Und jetzt kann es richtig losgehen. Ruffy kann Ace Richtung Hinrichtung nicht aufhalten und bricht zusammen. Seine Verbündeten auf dem Schlachtfeld leiten einen verzweifelten Rückzug ein, um Ruffy die Flucht zu ermöglichen. Ich habe ja gesagt, hier würde ich gerne heute Jinbei spielen. Und jetzt werden die Tasten für mich auch logisch angezeigt. Also nicht mehr mit T und G, sondern mit echten Tasten. Die ich irgendwo nachvollziehen kann. Das ist für mich schon mal super. Ich habe die Grafik jetzt nicht nochmal hochgestellt. Ich habe das jetzt erstmal so gelassen, weil es dafür ja recht flüssig lief. Hier im Hintergrund nochmal was ausmachen. Dass es halt, Sekunde, dass es halt den Arbeitsspeicher nicht zieht. Nimm den Bruder von Ace und geh, Jinbei. Wir müssen ihn beschützen. Alles klar, auf geht's, Ruffy. Reiß dich zusammen. Hey, wer ist da? Wir haben uns eine Weile nicht gesehen. Schön, dass ich dabei bin, wenn du dein Leben aushaust, Paps. Die Blackbeard-Piraten? Du bist der Einzige, den ich nicht meinen Sohn nenne, Teach. Du hast die eiserne Regel meines Schiffes gebrochen. Du hast deinen Schiffskameraden getötet. Dafür wirst du mit deinem Leben bezahlen. Ja, das werden wir ja noch sehen. Es kommt immer ein Ding nach dem anderen, aber wir dürfen Ruffy und die anderen nicht damit reinziehen. Bring den Strohhut zu mir. Wer zum Teufel bist du? Der Strohhut und ich werden vielleicht am Ende zu Feinden, aber das ist ganz klar Schicksal. Es wäre doch langweilig, wenn er hier stirbt. Ich verhelfe ihm zur Flucht. Überlass das nur mir. Ich bin Arzt. Ruffy kommt immer noch nicht zu sich. Nun gut, wir müssen seine Wunden versorgen. Aber pronto. Gut, überlass das uns. Ja, Law ist halt Arzt, ne? So, Jinbei braucht natürlich ein paar anständige Kombos. Das ist mir wichtig, dass Jinbei hier Kombos hat. Weil ich habe ja schon mal gesagt, Jinbei kann sogar sein, dass wir den nochmal spielen. Deswegen wäre vielleicht ganz cool. Was? Ich habe keine Berry-Dinger mehr? Wie habe ich das denn hingekriegt? Na gut, dann müssen wir ja auf der allgemeinen Karte halt ein bisschen weitermachen. Ja, das hier kann man mal auf Maximum bringen. Ich finde alles, was man auf Maximum hat, ist gut. Zum Beispiel hier Verfolgung. Verfolgung ist extrem gut. Wenn wir das auf Maximum haben. Boah, hier drüben die große Angriffskraft, ne? Ich würde aber sagen, wir machen jetzt mal unsere große Verteidigungskraft mal hoch. Vielleicht skillen wir hier einfach das moderate Leben noch ein bisschen. Ach, jetzt haben wir nicht mal mehr Teleschnecken. Ja, Ausdauerleiste ist mir halt relativ wurscht, muss ich leider sagen. Für Leben reicht es auch nicht mehr. Nee, dann hätten wir noch Herkules-Stärke. So, Feierabend. Spezialangriff festlegen, da hat sich nichts geändert. Fähigkeiten. Angriffsverstärkung für X. Das ist gut. Warum steht dann da immer mal G? Ist nach oben noch... Sekunde. Ist eine meiner Tasten zufällig noch falsch belegt? Ja, ist er. So, ich bitte um Verzeihung. Jetzt sollte es passen. So, unsterblich finde ich immer nützlich. Verfolgung fand ich nützlich. Kopfgeldjäger finde ich nützlich. Kampfinstinkt. Füllradeleiste bis Spezialangriff voll ist
Je höher das Fähigkeitenlevel, desto größer die Erhöhung. Ja. Heldenkörper erhöht die Verteidigung für 30 Sekunden, nachdem eine bestimmte Anzahl von Gegnern besiegt wurde. Muss nicht. Ich erhöhe die Kraft des Durchbruchsangriffs. Ja, würde ich tatsächlich das Y noch nehmen und. Keine Ahnung, Kampfinstinkt. So, jetzt geht's rund. Buggy transportiert den betäubten Ruffy. Schön hier Fischmensch-Karate anwenden. Ja, das war ja harmlos. Was ist damit? Ja. Was wollt ihr eigentlich hier alle? Whitebeard hat den Kampf mit Teach aufgenommen. Soll ich Whitebeard helfen? Nee, ich kann Whitebeard gar nicht helfen. Ich komme da nicht rüber. Die haben den Bereich extra abgetrennt, dass man da nicht hin kann. Ja, das ist die Frage. Ich verpasse einem der Marinekommandanten eine Abreibung. Ist halt die Frage. Und bestimme eine Fluchtroute. Ich würde ja persönlich sagen, wir prügeln uns an Kizaru einfach vorbei. Ich kenne da ja nichts. Habe ich mich jetzt für einen Weg entschieden? Offenbar habe ich mich versehentlich für den Weg hier entschieden. Oh, mit Haki hier. Was ist denn Aokiji? So, hilf Buggy das Zielgebiet zu erreichen. Ja, mach ich doch. Also langsam könnte ich mal ein bisschen Heilung vertragen. Jetzt hat es aber eben doch ein bisschen geleckt. Was ist denn jetzt los? Ich glaube, der Spawn der Gegner hilft mir nicht gerade. Moment, hier drüben sind aber Nebenmissionen. Die würde ich gerne machen. Was ist denn gerade mit den Lags los? Ich habe so die Grafik vom letzten Mal passend umgestellt. Hallo.
Okay. Diese Pazifisten halten leider ein bisschen zu viel aus. Okay, ich kann mich auch nicht an denen vorbeidrängen. Boah, man ist schon Buggy verhindert, ja. Ist halt so, ne? Ich weiß nicht, was mich gerade voll geheilt hat, aber ich bin sehr froh drum. Die andere Nebenmission habe ich leider nicht geschafft und ich weiß nicht, warum es gerade wieder leckt. Moment, Buggy braucht auf der anderen Seite Hilfe. Ich besiege wahrscheinlich gerade einfach viel zu wenig Gegner. Aber ist halt das Problem, wenn ich nicht das Gefühl habe, dass ich dafür belohnt werde, weil ich das Gebiet einnehmen kann, dann fühle ich mich halt auch nicht so, als ob ich hier einnehmen wollte. Jetzt muss ich aber gerade mal was gucken, weil ich sehe gerade, das ist teilweise sehr, sehr laut. Ich weiß nicht, ob man mich gut versteht, deswegen habe ich das Spiel jetzt mal ein bisschen leiser gemacht. Ach, da ist zu. Da muss ich jetzt ganz außen rumgehen, oder was? Ich habe natürlich jetzt auch nicht Crocodile, den Himmelstyp, sondern hier den Krafttyp, der ganz, ganz langsam ist. Aber dafür macht er halt einen Heidenschaden, wenn er zu. So. Wer hält Buggy noch auf? Kizaru. Lässt niemanden von uns entkommen. So ein Zufall. Du entkommst mir nicht. Ich hab Haki an den Händen. Was glaubst du, was mich dein billiges Licht hier interessiert? Für mich bist du nicht mehr als eine Energiesparlampe. Außerdem sollte das Wasser dir deine Kräfte rauben. Irgendwer flüchtet, ist okay. Jetzt ist mal gut. So, nachdem wir jetzt Kizaru hier fertig gemacht haben, was kämpfst du hier überhaupt mit, Aokiji? Du verlässt die Marine danach sowieso. Nachdem sich im Kampf zwischen dir und Roter Hund gezeigt hat, wer von euch beiden die Marine führen wird.
Ich weiß nicht, woher diese Lecks kommen. Au. Verdammt, ich komme aber auch nicht so wirklich zum Zuschlagen. Und diese Lecks gehen mir gerade herbe auf den Keks. Hat er gerade Ja-Mann gesagt? Das klang ein bisschen so. Dieses dämliche Eis. Es geht einem so auf den Keks. Pazifista, geh mal aus dem Weg. Noch bin ich nicht fertig mit euch beiden. So, nur noch der Pazifist, der ist der Letzte, der im Weg steht. Los, Clown! Schaff Ruffy hier endlich weg! So. Okay, mir geht's wieder gut. Erobern können wir zu diesem Zeitpunkt leider gar nichts mehr. Das ist alles schon abgefahren, der Zug. Aber Akaino ist aufgetaucht. Da kommt Freude auf. Also noch nicht vorbei. Ich bin hier der Meister des Fischmensch-Karate. Und das Wasser kühlt sein Magma aus und versteinert es. Das müsste zumindest so funktionieren. Aber ich gebe zu, er ist verflucht stark. Und wenn es gibt noch eine Nebenquest hier, die ich nicht angenommen habe, dann muss
da muss Akainu so lang noch überleben. Bis ich die Nebenquest gemacht habe. Verpasse Marinekommandant eine Abreibung und rette Piratenkommandant. So. Ich habe ihn gerettet. Oh, da ist ein großes Stück Fleisch. Das ist perfekt. Wir sind wieder fit. So, Akainu. Der Jubel heilt Buggy. Ja, das hat man echt so das Gefühl. Los jetzt, weg hier! ワンピース実在する。さらばだ、息子たち。 死んでやがる。たったまんま。白ひげ海賊団船長、大海賊エドワード・ニューゲート、通称白ひげ。マリンフォード頂上決戦にて死亡。さあ始めるぞ。 見せてやるよ、最高のショー。黒ひげが出てきたぞ。おめえらに俺の力ってもんを見せておこう。 闇闇の身の力、そしてあの構え。親父の能力、全てを無に返す闇の引力、全てを破壊する自信の力、俺こそが最強だ。 この世界の未来は決まった。そう、ここから先は俺の時代だ。 Da habe ich ja eine böse Theorie zu. Also zum einen, ich glaube, Whitebeard übernimmt die Kräfte, indem er ein Stück von Blackbeard übernimmt die Kräfte, indem er ein Stück von Whitebeard gegessen hat.
weil es ist One Piece Lore tatsächlich, dass wenn man ein Teufelsfruchtnutzer ist, man seine Kräfte erhält. Das klingt komisch, ist aber tatsächlich One Piece Lore. Also, das funktioniert tatsächlich so. Und meine Theorie, wie gesagt, er hat ein Stück von Whitebeard gegessen, um dessen Kräfte zu erhalten. Das hier war sowieso der zensierteste Tod von Whitebeard, den es gab. Also im Manga hat ihm der halbe Kopf gefehlt. Im Anime haben sie ihm zumindest den halben Schnauzer abgemacht und das Loch in der Brust gelassen. Und hier hat er einfach nichts verloren, weil sie zu faul waren, das Charaktermodell nochmal zu erneuern. Meine Theorie ist aber eine sehr, sehr böse. Eine wirklich sehr, sehr böse. Ja, die Fähigkeiten haben das Terrain verändert. Macht nichts. Weil ich glaube, Teach an sich ist nicht sonderlich stark. Im Gegenteil, Teach ist eine ziemliche Flasche. Aber man hat jetzt schon im Anime und im Manga gesehen, dass er sich Moria hingelockt hat auf seine komische Beehive-Insel. Meine Theorie ist deshalb, er will Morias Teufelskraft haben. Warum will er sie? Naja, ganz einfach. Ihr müsst mal bedenken, was Morias großes Problem war, als er 1000 Schatten absorbiert hatte. Jeder Treffer hat die Schatten wieder aus ihm rausgeholt, weil es eine zu große Belastung war. Und das gleiche war bei Nightmare Ruffy. Die Schatten wollten sofort wieder aus seinem Körper raus. Sie konnten nicht drin bleiben. Warum kann Blackbeard zwei Früchte essen? Die Finsterfrucht zieht seinen Körper zusammen, sodass die Wirkung nicht kommt, dass er halt auseinandergezogen wird. Bedeutet aber auch, wenn er von der Schattenfrucht essen würde, könnte es sein, dass er tatsächlich die Schatten dann in seinem Körper halten könnte, die vielen. Egal, auch wenn er 100 oder 1000 Stück in seinem Körper hat. Und deswegen ist meine Theorie, er frisst quasi ein Stück von Moria, holt sich die Finsterfrucht, benutzt deren Fähigkeit und macht sich selber stärker, indem er die Schatten von starken Leuten in sich aufnimmt. Weil es gibt da so eine schöne Theorie. Ich hau ihn jetzt mal nicht tot, damit ich noch kurz zu Ende erzählen kann. Wo ist die Kiste? Weil sein Totenkopf, also seine Totenkopfflagge ist auch die von, da ist ein Cerberus drauf mit drei Köpfen. Und deswegen wird allgemein davon ausgegangen, dass dieser Cerberus dafür steht, dass er selber noch eine dritte Teufelskraft kriegt.正しくもない海兵は海軍にはいらん。言いたいことを言わない。よくやった若い海兵。前が命を懸けて生み出した勇気ある数秒は、良くか悪くこの世界の運命を大きく変えた。 なんでここに四皇が赤髪のシャンクスだ。この戦争を終わらせに来た。
Nagi! Soito Luffy! Mugiwara? Meine Agetai Takarano Chizga Arunda! Honto ka oi! Matero, todokeru! Mada abare tarinei yatsu ga iru no nara, oi! Ore tachi ga aite o shite yaru! Dou da, Teach? Iya, Kurohige! やめとこう。まだ時期が早い。全員、この場は俺の顔を立ててもらおう。戦争は終わりだ。 Und so beendeten Corby und Shanks zusammen den Krieg. Oh Gott, haben wir wenig Geld gekriegt. Aber wir haben Arcaino freigeschaltet. Das ist auch was. Nochini, Marineford Chojo-Sensou to yobareru Shijou-Kuzen-no-Tatakai wa Shanks hikiiru 赤髪海賊団の仲裁によってその幕を閉じた。瀕死の重傷を負ったルフィは反国に匿われ一命を取り留め。だがエースを救えなかったことで自責の念に苛まれ自暴自棄に陥っていた。何が海賊王だ。俺は弱い。 見かれた人兵は力ずくでルフィを諭す。ルフィ、失ったものばかり数えるな。ないものはない。確認せい。お前にまだ残っているものは何じゃ。仲間がいるよ。大切な仲間の存在を再確認したルフィは 集合場所であるシャボンディ諸島に向かおうとする。そこへ、妙ヶ島に訪れたレイリーと遭遇。彼の言葉を受け、ルフィは自分たちの身に起きたことを改めて振り返る。私から提案がある。乗るか反るかはもちろん君が決めろ。しばし後、レイリーの提案を承諾したルフィは シャボンディ諸島へ向かわず、ジンベエと共に、とある行動を決行する。麦わらのルフィが生きていた？また海軍本部に乗り込んだんだって？一体、何が目的でこんなことを？ああ、そうか。わかったぞ。了解。そうか。ルフィ。わかった。わかったぞ、ルフィ。 人の気も知らないで勝手なんだから。なるほど。ああ、そういう感じに。集合は3日後じゃなく2年後。立ち止まって力をつけるんだ。そしてまた必ず集結する。世界各地に飛ばされていた仲間たちはルフィのメッセージを受け取り、各々の力をつけた後再集結することを心に誓った。2年後にシャボンディ諸島へ。 Ja, und das haben sie dann ja gemacht. Und ich finde, die Szene, wo die alle wieder auf der Insel ankommen, ist auch sehr, sehr ikonisch. Eintritt in die neue Welt-Arc. Ja, der beginnt natürlich mit dem Sabaody-Archipel. Allerdings nicht mehr heute für uns. Ihr lasst mir jetzt ein nettes Kommentar da. Einen Daumen nach oben würde ich mich sehr drüber freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es weitergeht mit One Piece World Seeker. Bis dann, euer Wolf. Ach, nimmt er wieder... Ja, er möchte mal wieder die Aufnahmen nicht beenden. Also, bis zum nächsten Mal.